Oh, das ist ein Kano da hinten. Kano wäre natürlich auch mal was. Hast du noch nie gehabt, hast du gesagt, Stufe ne? 6. Ja, eben, genau deswegen. Da Auf ist ein Stufe Zwei 6. und ein Vierer. Hallo, lieber Ankylo. Schmülo, 22. Raptor kommt im Moment nicht mehr in Frage. Das sind einfach die Wölfe. Finde ich einfach zu gut. Ja, die Wölfe optimaler, ne? Ja. Und so ein Bomber-Luigi-Typ, so ein Morellatops brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Das ist. Ja, da habe ich ja die Frieda. Ich glaube, da Ja. kriege ich nichts Besseres als die. Ferrovögel können wir auch erstmal in Ruhe lassen, würde ich sagen. Ja, die gefallen mir auch nicht so. Wären vielleicht was für die Höhlen, aber irgendwie gefallen mir sie nicht so. Ja, für die Höhlen haben wir ja die Wölfe im Prinzip. Die sind, glaube ich, besser als die Terrorvögel. Ja, ich glaube, mit den Terrorvögeln kann man halt ein bisschen gleiten, war. Ich Ah, sterbe gar nicht so okay, ja, schnell. gut. Das könnte sein. Absetzen und Känguru betrachten. Aber ich weiß dann wieder auch nicht, wie das mit dem Schwimmen ist, ob die überhaupt da gescheit schwimmen können. Keine Ahnung. Kein Pferd? Noch kein Pferd, Noch ne? kein Pferdchen hier, ne? Raptoren. Was seid ihr, ihr Pferde? Irgendwie heute leer hier. Ja, wir durchkämmen einfach das ganze gesamte Gebiet. Ja, genau. Fliegen wir erstmal zum grünen Obelisken. Vielleicht haben wir auch eins übersehen, das kann natürlich auch sein. Klar, wir haben ja auch nicht den ganzen Bildschirm im Überblick hier immer. Oh, am Kilo Stufe 63. Den Aber ich müsst. habe jetzt sowieso keine Bären dabei. Das ist. Ja, es ist blöd hier, Also, stimmt. ich habe. Ja. Den müsste man außerdem irgendwie dann so zurückschleppen. Den könnten wir nicht mit den Arti zurücknehmen. Das ging halt Ja, nicht. vielleicht ziehe ich irgendwann mal mit einem T-Rex rum. Oder mit meinem Wolf, das ist, glaube ich, besser. Ja, wir sind schon ziemlich weit weg von der Base, ne? Oh, Paraceterium Level 63. Hui. Oh. Aber haben wir auch keine Bären. Das wäre halt ein größeres Projekt. Gucken wir mal, wo sind wir denn? Okay, da, dort. Dann merke ich mir das mal gerade. Und wenn wir echt nichts finden, dann nehmen wir die zwei, würde ich behaupten. Wenn ich Ja. mal den Morillatopf mal ein bisschen Beeren sammeln. Wobei die ja auch Gemüse essen. Wir haben ja auch die Karotten dabei. Stimmt. Aber der Paracer Level 63 sieht man auch nicht alle Tage. Bei Auf uns waren jeden die. Fall. Auf jeden Fall. Das ist total gut. 63. Hier ist er. Ich würde sagen, wir behalten uns die mal im Sinn. Die sind beim Also, grünen Obelisken Ankylo. einfach. Also. Genau. Ja, ich hab auf die Karte geguckt. Dort an dem Fitzel von dem letzten rechten Berg auf der Karte. Okay, am Fitzel. Am Fitzel. Fitzelsche. Hier sind ganz viele Paracels. Ja, stimmt schon. Vielleicht finden wir noch ein Weibchenstufe so hoch. 38er? Na, gut. Oh, hier ist auch schön. Genau, in der Mitte ein Känguru. Kommt dann nie wieder weg. Level 63er Känguru noch. Huiuiui. Hier, das ist in der Mitte. Ja. Oh. Na also, hier wissen wir Bescheid. Da gibt es ganz coole Dinos. Oh, hier sind auch, ist auch so ein Moshops. Die jetzt auch so hoch sind. 22, 9, 0, schade. Aber schon krass. 63er Paracer, 63er Känguru, das ist schon ordentlich. Schon mal gut los. Muss man sagen. Komm auf hochstufige Paracer. 22a, schade. Da ist ein kleiner Dieb. Die Diebe wissen wir auch nicht, wie man die zähmt, ne? Wenn man die überhaupt Nee, aber zähmen das kann. könnte man theoretisch, wenn es denn gar nicht klappt, sollte man mal schnell nachgucken. Wer wird da so einen hochstufigen finden? Was ist das da unten? So ein Renner, ne? Ein schneller Galli, ja, so ein Galli. Galli oder Gallus oder so. Paracern, ein Grauer. Wo bist du denn? 42, 42, 40 Weibchen, das wäre auch kein schlechtes Team. Ja, das Männchen haben Männchen hätten wir ja plus schon 13. dazu. 42 ist auch gut. Ich bin eigentlich bei dir, ich bin nicht weit Da ist, weg. ich sehe dich ja, ich habe dich jetzt wieder gesehen. Wolf, Stufe 20. Ich würde es halt doch ganz gerne erstmal mit den Pferden probieren.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Notfalls fliegen wir halt hier nochmal zurück, ne? Ein Kilo. Nee. Wenn du schon so ein Ja. Feld angelegt hast, muss man das ja auch nutzen, ne? Ja, wenigstens mal so ein recht niedrigstufiges oder so. Wenigstens mal probieren. Wenigstens mal Soll ja probieren, auch ja. ein Einhorn geben hier. Ja, habe ich gehört. Habe ich auch schon gesehen in einem Let's Play von einem anderen YouTuber. Den kann ich euch auch nur empfehlen. Da hat mich der blaue Affe auch drauf gebracht. Das ist der Spielbär. Ja, ganz großartig, gerade bei Ark. Ja, genau. Der hat nämlich in einem aktuellen Let's Play das Einhorn gezähmt. Ah, ja, cool. Der hat es gefunden, hat sich super Sich auch drüber mal. gefreut. Aber der spielt nicht Scorched Earth, oder? Der spielt bei The Der Island. spielt der Island, ja. Oh, war das ein roter Wolf da hinten? Oder ein roter Segler? Roter Segler. Rot-schwarz. Also Pferde habe ich noch nicht gesehen. Noch gar nicht. Kanu nochmal, grüner Kanu. Und ein Geier Stufe 4. Ja gut, geile Stufe 4, auf den können wir jetzt verzichten, denke ich. Ja, definitiv. Da ist noch ein Wolf. Stufe 33, naja. Wir haben ja schon zwei Wölfe. Ich würde sagen, wenn wir einen Wolf zähmen, dann sollte er schon so an die Stufe 60 sein, würde ich sagen. Ja, die ganze Geier-Armee, da hat man doch immer eine Chance, vielleicht auf einen Hochstufigen. Ich sehe sie. Nee, schade. Kein Hochstufiger dabei? Sieht nicht so aus. Nein, vier. Doch ein 48, na, 48er wird aber auch jetzt nicht so hoch. Teufelshexe. Nützt uns halt auch nur was, solange wir hier sind, ne? Ja, stimmt. Guck mal, vielleicht gibt's hier einen. Explorer Note? Nee. Da ist nur eine Läppisch-Ruine. Stimmt. Aber es ist trotzdem mal cool, hier wieder auf Erkundungstour zu gehen. Wobei mein Archie bräuchte jetzt langsam mal wieder Fleisch, glaube ich. Kein Problem. Dinger mal hier runter. Ich habe Sorgen. Da ist noch ein Paratzer, noch ein Wolf. Ist auch ein weißer Wolf noch. Der Level 4. Paratzer Level 9. Six. Wollen wir den Paratzer mal hinten wegsnacken? Ja, machen wir. Nochmal ein Ankylo. Tut mir leid, stirb. Juhu, ein weißer. Ja, fast weiß. Ja, Oh, ich stimmt. habe irgendwas anderes mitgegessen noch. Ja, du hast diese Insekten wieder getötet. Ah, okay. Oh, ich habe sogar Prime mitgekriegt. Ich auch. Rohes Filet. Insekten nehmen wir auch noch mit. Bringen auch. Auch was. Wolfstufe 2. Sowas, da Oh, ihr lacht man hört ja aber ganz schön drüber. was aus. Hm? Wolf hier. Der Wo bist tötet du denn? mich. Oh, das war aber knapp. Stufe 29, okay. Jetzt pass auf, Kein da hinten sind auch Wunder. noch Wölfe. Hebt Jetzt mal brauche ich lieber ab. wahrscheinlich die Hälfte vom Fleisch wieder, um mich voll zu heilen hier. Naja, gut. Dann ist es halt so. Ich war ja auch vorsichtig. Nix. Wir können ja jederzeit wieder auf Fleisch zurückgreifen. Hier laufen ja genug Dinos rum, die Fleisch abgeben. Wuhu. Wo fliegen wir eigentlich genau hin? Weiß ich nicht, ich habe jetzt kein Ziel. Okay, weiter nach Norden. Solange wir nicht zu den Würmern fliegen, ist alles gut. Wo seid ihr Pferde? Ich will das Einhorn. Oh ja, der da unten sieht cool aus. Hast du den gesehen hier? Wen denn? Ich weiß nicht mehr, wie die heißen, die Gürteltiere, der ist blau. Ach ja. Oh ja, ein helles Blau auch, ne? Ja. Aber nur Stufe Stufe 20, 20. leider. Naja. Da ist ein gefangener Para. Stufe Verbuggter 6. Para.
Ja, der ist also praktisch gefangen, der kommt Wollen da wir uns jetzt. den nochmal nehmen zum Snacky? Okay. Ach, den, ach, du bist beim anderen. Okay, dann komm ich jetzt mal schnell. Ach so, ich hab noch ge... Oh. Dann habe ich das Level von dem, weiß ich dann gar nicht. 38. Oh, der ist schon ein bisschen... Ja, aber er kann uns ja praktisch nicht treffen, wenn wir in der Luft sind. Wir können ja nur stampfen. Nom, nom, ja. Nom, nom, nom. Ist auch wieder einiges an Fleisch, oder? Ja, das reicht erstmal. Fast 50. Oh, eine ganz weiße Motte gibt es da unten auch. Das. Wobei, silbern würde ich sagen. Silbern, ja. Sieht cool aus, stimmt. Ist noch ein Para? Ich glaube, es könnte sein, dass die wir schon praktisch die höchsten Dinos gefunden haben für diesen Run oder für diesen Lauf jetzt. Ja, diese Session, aber wir wollten ja eigentlich ein Pferd gucken. Wobei ein 63er Para ist halt wirklich klasse. Und das 63er ja, wenn Känguru... wir einmal die Runde gemacht haben und jetzt kein Pferd gefunden haben, dann können wir wieder zurück. Ja. Base, jetzt die Bären mit und kümmern uns um die. Ja, Pilze haben wir leider nicht so viel. Und hätte ich gesagt, können wir das Känguru noch mitnehmen. Ah, ich muss runter. Ja, ich glaube nicht, dass ich genug Pilze habe für das. Mann, kein einziges Pferd. Das ist wirklich blöd. Hat man sich mal gefreut hier? Uchte Pferd. Die schönen Karotten. Deswegen habe ich mir auch zwei, drei Videos angeguckt. Was man als Pferd, das muss man ja reiten und währenddessen füttern, ne? Mhm. Was ich mir hätte vorstellen können noch, dass man sich so überlädt, dass man sich aufs Pferd dann setzt, dass es nicht mehr weiterlaufen kann. Ja, ich glaube, das läuft dann trotzdem. Ja? Man könnte das probieren, aber ich glaube, das wird trotzdem laufen. Ich denke, das Gewicht zählt dann erst, wenn man es gezähmt hat. Na, okay. Kann natürlich auch sein, klar. Okay. Ich würde auch sagen, wir fahren, also wir fliegen eher hier im Grünen, oder? Oder willst du mal in der Wüste gucken? Nö, 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 in der Wüste brauchen wir, glaube ich, nicht gucken. Eher so im Grünen, vielleicht dann so im Steppenmäßigen. Für so ein Pferd halt. Ja, hier hätte ich schon erwartet, dass es hier so eins oder zwei Pferde gibt. Das letzte Mal waren die auf dem Berg, erinnerst du dich? Da könnten wir auch nochmal gucken. Ah, ja, klar. Hier auch. Außerdem gibt es hier wieder Argis. Oh, 54er Archie. Hm? Nicht schlecht. Ein Männchen. Ja. 31er Weibchen. Also wenn wir einen 60er Archie finden. Also auch wäre auch was, ne? Boah, es ist eine mächtige Armee da unten. Ja. Geh ich mal lieber schnell dran vorbei. So, fliegen wir aber schnell weiter. Kommt schon irgendwo so ein Pferd. Hier oben. Hier sind auch viel zu viel Fleischfresser. Selbst ja, wenn es hier Pferde gibt. Ich glaube, hier gibt es kein Pferd, das lange überlebt, ja. AG ist Stufe 6. Und der andere begibt sich schon in den Angriffsmodus. Ist sozusagen hier wieder so eine der Fleischfresserberg. Wir hatten ja so, mal so die Fleischfresserinsel damals. Ja, stimmt. Da ist noch ein AG. Archibald. Ja, so und mein, Tabichara. Und Tabichara da hinten. Stufe 5. Ja, da haben wir echt einen Glückstreffer gelandet mit dem hochstufigen. Ja, klar. Das auf jeden Fall. Kilo 4. Zebler. Ja. Ja, hier ist nicht wirklich was. Also Richtung Wüste brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Das sieht nicht gut aus, ne? Leider nicht. Stufe 5. Komm schon. Ein Pferdchen.
in so einem kleinen Wald da hinten mit so Bäumchen und dann gibt's hinter Pferdchen. Ja, ich weiß noch, immer wenn wir intensiv nach einem Dino gesucht haben, haben wir den eh nicht gefunden. Ja, man findet die immer so zufällig, ne? Ja, zum Beispiel den Para und das Känguru, beide über 60, das war schon, ist schon klasse. Stufe 2. Stufe 19. Ach, jetzt kommt er. Ich mag jetzt nicht kämpfen. Dann flieg. Flieg geschwind. Mal zum blauen Obelisken und dann sind wir auch schon bald zu Hause. Da ist nochmal ein Para. Aber einen besseren Para werden wir wahrscheinlich eher nicht finden. Nee, eine bessere wie 63 ist schwierig, glaube ich. Ich glaube auch besser wie ein 63er Känguru, glaube ich, ist auch schwer. Yep. Echse, 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 Wolf, Wölfe, am wölfesten. Zwei Wölfe. 20er. Ein Neuner. Ja. Ja, scheinen wir heute gar nicht mal so ein Glück zu haben. Doch, doch, wir haben ja schon zwei tolle gefunden. Ja gut, das schon. Beim Spielbär, das Spielbär, das Einhorn, es war Level auch irgendwas mit 60, da hat er sich voll gefreut, hat er gesagt, boah, da habe ich Glück. Stimmt ja auch. Er hat gesagt, 1 zu 1000 ist nur die Chance, dass es spawnt halt. Oh Mann. Blöd. Hat er echt Glück gehabt. Ja, das stimmt. So, ich ruhe mich kurz aus und dann würde ich sagen, fliege ich nochmal ein bisschen um den Berg herum da. Dann, na gut, wir haben jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte der Karte durchkämmt. Ja. Aber mit den Pferden ist ja wirklich schade. Wo bist du gerade? Fliegst du Richtung Wüste? Nee. Ich bin zwischen den Felsen jetzt hier überall. Ach, ein 42er Direwolf, aber 42 würde ich jetzt sagen, nee. An der Brücke meinst du? Bist du da an diesen Brücken? Ja, genau. Okay, ich fliege jetzt gerade mal drum herum. Ja. Treffen wir uns ja wahrscheinlich gleich wieder, wenn ich dann wieder ein. Ich bin bei dem Wasserfall hier. Ach, schön. Ja. Den kenne ich noch. Jetzt sitze ich auf einer der Brücken gleich. Hier nicht so viele Gebiete unerforscht lassen. Und Titanoboa. Pausch aus. Voll. 33 nachher. Hier ist nämlich noch eine ganze Menge Grün. Am Ende sind die Pferde nicht im Grün, sondern in der Wüste. Ja, ja, so Wüstenpferde. Aber die sahen nicht so aus. Wir haben ja weiße Pferde gesehen. Ja, genau. Wir dachten auch, ich dachte auch noch, die wären hier irgendwo. Ja, ganz viele Geier. Ich bin jetzt fast am blauen Obelisken. Wollen wir uns vielleicht am blauen Obelisken treffen? Na, dann müsste ich gerade mal hochfliegen. Ich müsste mich mal gucken, gerade Übersicht verschaffen, wo denn der blaue Obelisk nochmal ist. Was ist denn das? Kartenfehler oder was? Ja. Kann es sein, dass die Strähle jetzt wieder nicht da sind, dass ich das wieder einstellen muss? Ja, genau. Die existieren auch nicht mehr. Da wollte ich dich eigentlich drauf ansprechen, aber das habe ich vergessen. Gut, dass du es gemerkt hast. Ist mir gerade so eingefallen. Dann stelle ich das nämlich fürs nächste Mal wieder ein. Ja, cool. Cool, cool. Dann können wir wieder ein bisschen was plündern, ne? Naja, genau. Ist auch ganz nützlich öfter hier. Ja, auf jeden Fall. Wer ist das? Ein Wolf Stufe 40, ein Wolf Stufe 6. Also fliegt dann zum blauen Obelisken, ne? Ja. Da haben wir ja das letzte Mal auch so viel Glück gehabt. Vielleicht ist das ja, also im Grün jetzt, vielleicht ist das ja hier wieder so.
Ja, wäre schön. Nur mit dem Schwein. Das hat mich dann auch geärgert, als der blaue Affe mir gesagt hat, das Schwein ist gestorben. Aber wir haben es halt vorher nicht ausprobiert. Ja, ich wollte es noch hochladen. Ich dachte so, ha, vielleicht versuchst du es. Aber da sind ja auch häufig Fleischfresser in der Nähe. Ja, bei diesen ja. Strahlen. Und wenn dann so ein Kroki kommt, dann kann ich eh nichts machen. Wenn ich alleine bin. Ja, stimmt leider. Mit Schwein und Archie oder so, konnte man das eigentlich tragen? Oh, 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 beim blauen Obelisken ist ein Wyvern. Wo denn? Ich bin mal weg. Ich sehe hier nichts. Da steht auch ein Para, als würde er der König der Welt sein. Da oben. Bei mir hier. Wo ist denn hier ein Wyvern? Da war ein Wyvern eben. Der ist ja lang geflogen. Ich muss mich kurz absetzen. Da unten ist er. Huiuiui, der fliegt ganz schön tief. Ja, wir sind ja, glaube ich, das Wyvern-Gebiet ist auch hier, glaube ich, ne? Wenn wir jetzt noch weiter fliegen über die Berge rüber. Wo bist denn du? Ich sehe dich nicht. Ich bin halt beim blauen Obelisken, nicht ganz, aber ich sollte vom Wyvern ein bisschen Abstand halten. Ich guck mal, dass ich ein bisschen wegfliege jetzt vom blauen Obelisken Richtung Base. Vielleicht sehen wir uns dann wieder. Ne, ich bin in Richtung Wüste übrigens. Ich komme aus der Richtung Wüste. Okay. Oh, ich glaube, der Wyvern ist weg, oder? Ne, da hinten fliegt er noch. Uiuiui, schnell weg. Also, vor so einem Wyvern habe ich doch noch sehr großen Respekt. Zu Recht. Ja, sind ja auch wichtig. Ich glaube, ein Atemhauch und ich wäre weg hier mit dem Archie. Oder zwei. Könnte sein. Ich flieg mal weiter, oder? Ich bin jetzt gleich beim blauen Obelisken. Du warst... Okay. Ja, ich habe da aber nichts Interessantes gesehen, muss ich leider gestehen. Okay. Aber wir können uns da treffen. Ich dachte, du kommst nicht hin, aber wenn wir uns da treffen können, dann bleibe ich auch noch ein bisschen da. Doch, doch, ich glaube, ich habe dich aber schon gesehen. Eben wie du runtergeflogen bist. Lass mal auf dem Felsen notlanden gerade. Schade, jetzt haben wir kein Pferd. Jetzt haben wir die Karotten mitgenommen, aber kein Pferd dafür. Ja, vielleicht auf dem Rückweg. Ja, wir schauen uns einfach nochmal um. Wah! Schrei nicht so. Hier ist mein Platz. Weg da. Runter. Geh Wah! Schon. Wah! Das kann ich auch, warte. Mist, das macht er gar nicht bei mir. Komisch. Wow. So. Richtung Base jetzt? Ja, weiter Richtung Süden. Ich würde jetzt in die südliche Richtung fliegen. Hier so lang, ne? Ach, das können wir auch machen. Hätte ich jetzt ich gesagt, aber... Ich hätte jetzt ein bisschen ferngehalten von dem Gebirge rechts. Da hinten dran ist, glaube ich, die Wyvern-Zone. Aber vielleicht haben wir ja Glück und finden irgendwas Tolles hier. Hier hätte ich jetzt gesagt, vielleicht finden wir hier unten ja irgendwas. Mhm. Ah, hier ist nochmal ein Tabichara. Und jetzt noch ein Geier. Ein Wolf, der von ganz oben runtergefallen ist gerade. Der ist Stufe 4. Moh. Mich interessiert ja immer mal die Stufe der Tabicharas. 14, naja. Noch ein Archi ganz oben. Okay, Stufe 9. Oh, ein Erdelementar ist da unten, ist aufgewacht. Es kämpft gegen irgendwas, oder? Nee. Sah so aus, naja. Stufe 6. Nochmal ein Tabijar. Stufe 2, Argentavis. Es geht doch besser. Auf jetzt. Die Mach bringen hin und serviert uns mal ein paar gute Dinos. Wollte ich gerade sagen, die bringen uns hier nichts. Das Spiel sagt Edgy Badge. Stufe 31, naja. Ich glaube, das läuft darauf hinaus, dass sich einer den
Ankylo oder das Känguru holt, der andere dann den Parat. Ja. Da könnte man nämlich auch den Weg zusammen gehen. Ja, stimmt. Das könnte man dann. Aber ein Pferd wollen wir... Oh, guck mal, da oben auf dem Bau... Ein komischer Baum ist da oben auf dem Berg. Ein einzelner, meinst du? Ja, ich blick mal zu dem. Das interessiert mich jetzt doch mal da oben. Zum Tages 31, naja. Vielleicht sind da oben ja ein paar Pferde. Na gut, ist kein besonderer Baum. Ich dachte, es wäre der Deku-Baum vielleicht, aber schade. Ein einsamer Baum. Nee, Pferde sind hier auch nicht. Ich krieg nochmal ins Tal runter, aber ich muss kurz notlanden. Ich hätte nämlich jetzt auch eher gedacht, dass die so im Tal sind. Habe ich noch Fleisch? Ja. Oh, ich dachte eben, ein wilder Artenthabes wärst du und kämpfst gerade gegen Skorpione. Nein. Das ist nochmal ein Tabichara. Also Tabicharas, die haben jetzt die Runde ziemlich viel gesehen. Immer das, was wir schon mal haben. 36. Komm, Spiel. Wir brauchen Pferde. Gib uns mal ein Pferd, genau. Nur eins zum Ausprobieren.